Guten Morgen. Das Problem ist im Moment, nee, das ist kein Problem, aber ich merke, das ist doch ein Problem. Es werden immer wieder diese Videos aufgerufen, Reaktionsgleichungen aufstellen, also ganz einfache mit Periodensystem und wie man das so macht. Wenn ich mir diese Bilder hier angucke, das kann man auch besser machen, das kann man auch noch begreifbarer machen. Begreifen kommt ja von Anfassen. Oder wenn es dann gar in Säuren und Basen und Salz und Wasser und irgendwelche Reaktionen geht, dann, naja, dann wird es halt noch spannender. Mir ist ein altes Chemiebuch, deswegen kam ich jetzt erst auch auf diese Idee nochmal, ein altes Chemiebuch in die Hand gefallen, das ist von 1960. Und in diesem Buch, ich habe das deswegen damals im Flohmarkt einfach so auf dem Flohmarkt gekauft, weil das hat mir gefallen, das hat mich an meine Schulzeit erinnert. Worum geht's? In diesem Buch ist eine Anleitung, wie man etwas begreifbar machen kann, was in Chemie nicht immer so leicht ist. Es geht um Wertigkeiten und Formeln. Und da wurden Schablonen abgedruckt. Das Ganze ist auf zwei Seiten ganz schnell behandelt. Und es ist auch so einfach, so dass man, ich kann es nur den Chemielehrern im Zusammenhang mit den Werklehrern oder anderen Lehrern empfehlen, die Kleinen sollen für die Großen solche Schablonen bauen und die Großen beschriften die dann. Und zwar wie? Ich lasse jetzt mal diese Seite ganz bewusst noch ein bisschen stehen. Macht euch einen Screenshot, dann kann man das ganz wunderbar nachempfinden. Also, liebe Chemielehrer, macht es begreifbarer, das geht ganz einfach. Oder wenn ihr zu Hause das begreifen wollt, ja, dann bastelt euch in ein paar Minuten solche Schablonen. Das geht wunderschön. Die Wertigkeiten sind entsprechend in diesem Fall einfach so geordnet, so ein kleines bisschen nach dem Buchstaben, und zwar positive und negative Wertigkeiten. Ich sage zu den Wertigkeiten nichts, einfach in der, ich werde jetzt hier wahrscheinlich einen Link anfügen, einfach in der Playlist nachgucken, da geht es auch um Wertigkeiten und Formeln aufstellen und so weiter. So, dann entsprechend diesen Wertigkeiten und der Größe fertigt man sich solche Schablonen an und jetzt geht's los. Dann kann man nämlich zum Beispiel ganz wunderbar begreifbar machen, wie Kohlenstoff und Sauerstoff reagiert. Es müssen immer letzten Endes in einem Molekül muss die Anzahl oder muss die Ladung nach außen hin neutral sein. Das heißt, es müssen sich alle Wertigkeiten soweit ausgeglichen haben, sodass es also schier unmöglich ist, mit diesen Schablonen irgendwelche falschen Reaktionen zu basteln. Man kann also hier nicht bloß C plus O2 reagiert zu CO2. Man kann dann auch wunderbar darstellen, wenn ich nur CO habe, was passiert, wie gierig sind dann die übrig gebliebenen Valenzelektronen und so weiter und so fort. Also selbst CO2 kann ich mit Calciumhydroxid reagieren lassen und das dann dieses Calciumcarbonat entsteht und ausfällt und Wasser übrig bleibt, das ist alles wunderbar machbar. Sehr schön und einfach darstellbar mit solchen kleinen Schablonen. Man beschriftet die entsprechend, schreibt da mal S oder O oder sonst was drauf und ich zeige euch dann noch, was noch möglich ist. Ich habe vor lauter Freude, wir hatten es nämlich damals im Chemieunterricht so ähnlich gemacht, sehr ähnlich sogar, und auch solche Schablonen ausgeschnitten und dann so lange hin und her geschoben und gebastelt und gesteckt, bis dann wirklich eine vernünftige Reaktion dabei rauskam. Man kann Schwefelwasserstoff darstellen und Schwefel entweder vier- oder sechswertig so darstellen. Ich zeig's gleich. Eine Anleitung ist drin, und zwar entsprechend der positiven Wertigkeiten steckt man diese Schnellverschlussklammern von unten durch die Schablone und befestigt sie hinten mit Tesaband. Das gab es also 1960 schon. Dann beschriftet man die Dinger entsprechend, wie man das möchte, was für Symbole dazu gehören und so weiter. Und dann legt man los. Also ich habe das mal kurz gezeigt. Man muss keinen Zirkel, nichts nehmen. Man nimmt einfach eine Tasse und einmal rum mit dem Kugelschreiber. Schnipp, 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 hat man es ausgeschnippelt und entsprechend hier gibt es im äußeren Ring 8, dann hier 6 und dann 3 Löcher. Das kann man ganz einfach machen, das ist relativ leicht. So, wenn man das hat, also sich das ausgeschnippelt hat, hier Wasserstoff zum Beispiel, hat ja nur ein Außenelektron, also stecke ich da
so eine Klammer von unten durch. Ich hatte hier vor Freude schon mal drei Löcher reingemacht. Die sollte man bei Wasserstoff oder Natrium in dieser kleinsten Schablone nicht reinmachen, weil dann denken die Leute oder dann glauben die Schüler oder wer auch immer, das Ding hat drei Außenelektronen oder man könnte sonst was damit machen. Also der Möglichkeiten sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Genauso bei Schwefel, ne, lässt man trotzdem acht Löcher, aber bestückt die ja, weil vier oder sechswertig, bestückt die mit sechs Klammern. Wie sieht das dann so aus? Hier nochmal von oben gezeichnet. Ne? Hier bei Magnesium habe ich den gleichen Fehler gemacht. Magnesium ist positiv zweiwertig, also lässt man diese Löcher am besten weg. So, und jetzt geht das los. Beispiel H2O. Ich habe hier bei O mal die Punkte ran gemacht, aber die Löcher, die macht man nicht, damit die Schüler nicht durcheinander kommen. Und von hinten kann man natürlich Hydrogenium und Oxygenium ranschreiben, sodass die Schüler sich automatisch die lateinischen Bezeichnungen merken. Hier, ne, das war falsch von mir. Da hatte ich vor lauter Freude zu viele Löcher gemacht. Bei Magnesium, weil es zweiwertig ist, sind diese Löcher sinnlos. Die lässt man weg. Hier bei O, was ich schon sagte, auch. Und natürlich, jetzt, wenn man das so zusammensteckt, ne, wie eben schon im oberen Bild gezeigt, lässt sich CO2 wunderbar darstellen und hinten drauf Carbonium und Oxygenium und so weiter. Also das hilft wunderbar. Ich weiß es bei meinen Schülern. Wir haben es damals immer wieder so gemacht. Aber ich habe nur ganz, oh, das ist schon 5 Jahre her. Da habe ich das mit den kleineren Schülern gemacht für die Großen und dann haben selbst die Kleinen schon angefangen, sich für Chemie zu interessieren. Das sind so die Schwierigkeiten, die man damit aus dem Wege bringen kann, mit diesen ganzen Wertigkeiten, Getue und so weiter. Und ich denke mal, das hat geholfen. Meinen Schülern hat es geholfen, warum soll es euch nicht auch helfen? Die Bastelei hier für dieses Zeug, also schnell mal mit dem Kugelschreiber um eine Tasse rumfahren und eine kleinere Tasse und noch eine kleinere Tasse nehmen, um die verschiedenen Größen darzustellen, das ist Minutensache. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier für diesen ganzen Kram, für die Vorbereitung des Videos, habe ich 20 Minuten gebraucht. Also lässt sich wunderschön nachmachen. Eine Lochzange lässt sich in jeder Schule besorgen, das ist kein Problem. Und die entsprechenden anderen Werkzeuge bzw. Materialien hat man. Na dann, ich wünsche euch, dass ihr als Schüler es in Chemie besser versteht und ich wünsche euch Chemielehrern und den anderen Lehrern, dass ihr schön zusammenarbeitet und demzufolge es den Schülern auch ein bisschen leichter macht. Gut, habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Verstehen und dann ran, ne? Macht was, aber macht's gut. Tschüss, tschüss.